Thank you.
inglese, però proprio più bilancio, abbiamo delle varie tabacche sempre molto competitive in questo classico terzo e marco. Solo ma dann soll man wieder runterkommen, das war ein sensationelles Qualifier zu Beginn dieses dritten Tages der Ferrari Racing Day. Hat man nicht alle Tage, auch nicht in anderen Klassen, aber das ist, die heiße Dinge so schön gibt dem Motorsport ein bisschen was gebacken. So war es an diesem Morgen. Louis Brett, wir hatten gegeben, dass wir gesagt haben, der Medical Center auf die Pulse sind. 2-0-3. Dann haben wir auf zweiter Position natürlich auch ganz tolle Leistung von Nicolas Giro, dem Sieger von gestern 2-0-3-0-2-3. Björn Grossmann, mehrfacher Champion in der Ferrari-Kette, hat sich noch letzte Sekunde noch auf den dritten Platz vorgearbeitet. Das ist auch eine tolle Leistung, gibt ihm 0,8 Sekunden auf den Platz, aber dritte Position. Auf dem vierten Platz haben wir Thomas Neubauer mit der Platz Nummer 4, mit der Platz Nummer 6. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager, nach 10 Minuten bis die Boxen auf den Ton geschaltet werden für das Freiwillig-Kreuzschiff der Formel 1 TNT. Attention Paddock, Attention Paddock. 10 Minutes until the pit light is green for the Freiwillig-Kreuzschiff der Formula 1 TNT. Auf dem fünften Platz gespielt. Ferrari Budapest ist der Bewerber 2-3-4-2. Dann haben wir auf der sechsten Position der Smith, der hatte auch vorher schon mal die zweite und die Vollposition hingekommen. Logische Vollposition 2-0-3-9. Alles miteinander. Helmut Meine, der fünfte Position, 2-0-3-9. Die erste mit 7, das sind alles die Profis, wenn ich so sagen darf, liegen innerhalb von 1,5 Alexander. Und alles gut. Dann haben wir die besten Amateure, Jack Brown, Grey Bowls, Nottingham, der Bewerber, Start Nummer 90, ohne 4-3, beste Amateur, vor Emanuele Maria Gabatti, Rosso Sosa, an der Start Nummer 32, an 9. Position, zweitbester Amateur. Martin Jens, die Schule hier auf Europa, ist 255. Ragazzi, partiamo con le web. John Dimmons, der Engländer von Greyport Nottingham, ist der siebtbeste Amateur, Start Nummer 61. Frank Rooney, der von Richard Owens, 2014, 7 seine Zeit, Start Nummer 26, ist auf 15. Und Walter Ben Dürrenberg von Ferrari Eberlein, 9. Position bei den Amateuren, er fiel sich mit Abschluss der 16. Ein tolles Qualifying, ein sensationelles Qualifying, vom Wetter bis hin zur Einfluss, aber was für halb 10 am Nürburgring. Wir haben, ich werde jetzt erstmal das Qualifying für die Trofeo Pirelli zuklappen. Wir haben das zweite Rennen der Trofeo Pirelli nach 20. Wir haben jetzt gleich um 9:45 Uhr Formula 1 Clienti. Ich habe in den sozialen Medien nicht mehr gesehen als Videos zu den Formula 1-Fahrzeugen hier auf dem Nürburgring. Die Menschen lieben diesen Sound und wir werden diesen Sound der Formula 1 gleich wieder hier auf der Strecke erleben. Wir melden uns zurück, wenn es soweit ist. Erklären wir ein bisschen was zu den Fahrzeugen, zwischendurch ein bisschen was zu der Ferrari-Show. Bis dahin, dann machen wir vielleicht ein bisschen Musik, wenn wir haben, oder die Musik sind einfach die Motorengeräusche. Morning. Morning.
Hat man nicht alle Tage, auch nicht in anderen Klassen, aber das ist, wie heißt es immer so schön, gibt den Motorsport eigentlich, so war es an diesem Boden. Louis Brett, wie hat sich gegeben, dass er gesagt hat, vom Medical Center auf die Kurve gesetzt hat, dann haben wir auf zweiter Position natürlich auch ganz tolle Leistung von Nicolas Giro, dem Sieger von gestern 2:03:02. Björn Grossmann, mehrfacher Kämpfer der Ferrari-Challenge, hat sich noch in letzter Sekunde noch auf den dritten Platz vorgehabt. Das ist auch eine tolle Leistung, gibt ihm 0,8 Sekunden auf den Platz, aber dritte Position. Auf dem vierten Platz haben wir Thomas Neubauer mit der Platz Nummer 4, mit der Platz Nummer 6. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager, nach 10 Minuten wird die Boxen auf den Grün geschaltet werden für das Private-Practice der Formel 1 TNT. Attention Paddock, Attention Paddock. 10 Minutes until the big light screen for the Private-Practice of Formula 1 TNT. Dann haben wir auf der sechsten Position der Smith, der hatte auch vorher schon mal die zweite und die Vollposition hingekommen. Logische Vollposition, 2:03:09. Dann haben wir Henrik Mayer, der fünfte Position, 2:03:09. Die erste mit 7, das sind alles die Profis, wenn ich so sagen darf, liegen innerhalb von 1,5 Alexander. Sekunden. Und alles gut. Dann haben wir die besten Amateure Jack Brown, Grey Bowls, Nottingham, der Bewerber, Start Nummer 90, Bruno 4, 3 beste Amateur, vor Emanuele Maria Gabatti, Rosso Sosa, an der Start Nummer 32, an 9. Position, 2 beste Amateur. Martin Jens, die Kurve hier aus Europa, ist 2:05:05. Sosa an der Stadt an 9. Position, 2. Beste Amateur. Martin Jens, die Kurve hier aus Europa, ist 2:05:06. John Dimmon, der Engländer von Greyport Nottingham, ist der siebtbeste Amateur, Stadt Nummer 61. Frank Rooney, der von Richard Owens, 2:14:14, ist 7 seine Zeit, Stadt Nummer 26, ist auf 15. Und Walter Ben Dürrenberg von Ferrari Eberlein, 9. Position bei den Amateuren, er fehlt sich mit Abschluss der 16. Ein tolles Qualifying, ein sensationelles Qualifying, vom Wetter bis hin zur Einfluss, aber was für ein 9:30 am Nürburgring. Wir haben, ich werde jetzt erstmal das Qualifying für die Rallye zuklappen. Wir haben das zweite Rennen der Trofeo Pirelli nach 20. Wir haben jetzt gleich um 9:45 Formula 1 Clienti. Ich habe in den sozialen Medien nicht mehr gesehen als Videos zu den Formula 1 Fahrzeugen hier auf dem Nürburgring. Die Menschen lieben diesen Sound und wir werden diesen Sound der Formula 1 gleich wieder hier auf der Strecke erleben. Wir melden uns zurück, wenn es soweit ist. Erklären wir ein bisschen was zu den Fahrzeugen, zwischendurch ein bisschen was zu der Ferrari-Show heute Nachmittag. Bis dahin, dann machen wir vielleicht ein bisschen Musik, wenn wir haben, oder die Musik sind einfach Motorengeräusche.
Ele! Mappa di proprio.